Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit einem kleinen Tutorial zur DOS-Box. Und zwar, wie man damit DOS-Spiele, wie zum Beispiel Herrscher der Meere, zum Laufen bringt, auf Nachfrage eines einzelnen Herrn. Ihr seht hier einmal das DOS-Box-Status-Window. Das erscheint, nachdem ihr die DOS-Box gestartet habt. Und dann wird noch ein zweites Fenster geöffnet, nämlich das die eigentliche DOS-Box, in der dann eure Spiele und Programme ablaufen, und zu der werde ich dann gleich umschalten. So, da haben wir das zweite DOS-Box-Fenster. Hier laufen dann eure eigentlichen Programme drin und ich habe mir schon eine Konfiguration zurecht gemacht. Eine kleine, dass diese Kommandos hier also beim Start ausgeführt werden. Ihr solltet schon ein bisschen DOS-Kommandos kennen, wenn ihr mit DOSBox arbeitet. Ne, so eine Sachen wie CD und Change Directory oder sowas. Ne? Da solltet ihr schon ein bisschen Bescheid wissen, damit ihr dann eure Programme auch in der DOSBox zum Laufen bekommt. Ich habe mir auf meiner Festplatte einfach unterm Hauptverzeichnis einen Ordner DOSBox angelegt und da habe ich also die DOSBox selber drin installiert und da installiere ich dann auch die Programme rein, die in der DOSBox halt laufen sollen. Ja. Also, das erste Kommando, was hier automatisch ausgeführt ist, setzt die Umgebungsvariable für den Soundblaster, also für die Soundkarte. Ja. Musste man früher meistens in dem Programm noch selber einstellen oder war in der Auto-Exec-Bat drin. Ja, wem das noch was sagt, dann werden Laufwerke gemountet. Das kennt man eigentlich eher aus Unix, aber das Kommando mount ist im Prinzip einfach nur eine Vereinbarung mit dem und dem Laufwerksbuchstaben, meine ich das und das Verzeichnis. Also hier mount c, Leerzeichen, d:\\dosbox. d:\\dosbox ist das Verzeichnis, in das ich die DOSBox installiert habe und wo ich auch meine DOS-Programme rein installiert habe. Ja, dann kommt also hier die Rückmeldung, Drive C ist mounted as local directory d:\\dosbox. Und das zweite Mount-Kommando, damit mounte ich mein CD-ROM-Laufwerk als Laufwerk D. Ja, das CD-ROM-Laufwerk ist bei mir das Laufwerk E und deswegen heißt das Kommando eben Mount D, also als Laufwerk D vereinbare bitte folgendes Verzeichnis, e:\\, also mein CD-ROM-Laufwerk, minus T, CD-ROM sind dann die Kommandos, damit das wie ein CD-ROM-Laufwerk auch behandelt wird. Ja. Und dann kann ich wie auf einem guten alten DOS-Rechner, ne, mit C:\ wechsle ich auf mein neues simuliertes Laufwerk C. Mit dir kann ich mir da das Verzeichnis angucken. Und ja, das, was wir jetzt hier sehen als Hauptverzeichnis C:\\, das ist eben auf meiner Festplatte d:\dosbox. Ja, da sieht man also, hier habe ich die DOSBox-Programme drin, aber eben dann auch von Etik die Herrscher der Meere CD da rein installiert. Ja, wenn ich jetzt auf D gucke, dann sehe ich das Verzeichnis der CD, von der ich Herrscher der Meere installiert habe. Ja, da gibt es eine readme.txt und so weiter, also die ganzen Klassiker aus der DOS-Zeit. Und um dann Herrscher der Meere zu starten, gehe ich wieder zurück auf Laufwerk C. Schaue mich nochmal um. Genau, im Verzeichnis Attic haben wir das Verzeichnis HD Meere. Dahin habe ich Herrscher der Meere installiert. Deswegen muss ich da rein. Und im Verzeichnis Herrscher der Meere, da habe ich schließlich die Startdatei. Das ist die HD Meere. Und dann startet das Programm, also lädt hier den DOS-Extender
rein, dass also DOS-Programme mit mehr als 640k umgehen können. Und der macht hier mal einen Fehler. Schmeißen wir einfach nochmal an. Ja, dann müssen wir einmal die DOS-Box beenden und wieder neu starten. Kleinen Moment mal bitte. So, da sind wir wieder. Neu, DOS-Box einfach mal neu gestartet. Kommt vor. So, gehen wir nochmal nach. Attic, CD, HD. Mehrere. Und. Oder war das einfach nur die HDM? Sieht jetzt besser aus. Einmal müssen wir hier noch. So, und da haben wir es. Da ist dann das Spiel gestartet und läuft. Und ich kann es einfach spielen. Ja, so einfach kann es sein. Ja, wie gesagt, also DOSBox installieren. Und da müsst ihr halt nur dafür sorgen, dass ihr die Verzeichnisse auch richtig mountet. So wie es ein DOS-Rechner auch erwartet, halt mit dem Spiel. Also irgendein Verzeichnis auf eurer Festplatte, wo ihr die DOSBox rein installiert habt, als Laufwerk C mounten. Euer CD-ROM-Laufwerk als Laufwerk D mounten und dann genau so eben hier unter DOS dann installieren, wie man das halt auch eben auf einem normalen DOS-Rechner machen würde. Ja. Das soll soweit sein. Einfach mal kurz ein kleines Tutorial hier zur DOS-Box. Ja, wenn man das Spiel beendet, ist man wieder zurück auf der Kommandozeile und dann einfach mit Exit beendet man die DOS-Box und damit haben wir es dann. Ja, bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.